Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. In der letzten Folge haben wir ganze 4 Edelsteine abgegrabt, in dieser einen Special Level und in so 2 Dino Level. Und ja, wir machen jetzt weiter mit der Edelsteinjagd. Nur wo? Ja, wo? Ich glaube, hier haben wir nicht alles erledigt, da wollen wir wieder an den Edelstein. Okay, dann ab zum nächsten Warp Room. Oder waren wir hier letztes Mal? Ich wollte dran werden. Ist auch noch 5 Minuten, ja. Ja, hier war mal als letztes. Okay. Was haben wir noch hier? Ja, ich wollte noch keine Wasserlevel oder so. Ja, ah, hier ist der Liane Edelstein, okay. Ja, okay, denke ich überhaupt nach. Ja, natürlich Vorrang. Ich glaube, mir fehlen noch 14 Edelsteine. Und 3 Relikte. Weil es gibt 28 Relikte, obwohl es 30 Level gibt. Verstehe ich nicht. So. Ich glaube, hier bin ich schon mal vorbeigelaufen an so einem Ding, an so einem Teleporter. Also Plattform. Warum sag ich eigentlich mal Teleporter? Ja, Scotty beam mich hoch. Ja, wegen der Relikt-Challenge bin ich da schon mal dann vorbeigelaufen, glaube ich. Und ja, der ist irgendwo, weiß ich nicht, ein Stückchen weiter, glaube ich. Ich nehme an, ich muss dafür nicht verrecken. Meinen anderen Edelstein dafür zu brauchen wir irgendwie nicht so. Oh ja, ich erinnere mich noch. Hierfür das Relikt zu holen war richtig anstrengend. Weil die Akkus, die sind ja auch anders platziert und so. Oh, leck mich. Ich treffe die nicht. Und da bekommt man schon relativ am Anfang ein und ja, dieser blöde Skorpion, ne? Ne, ich glaube nicht der, aber dahin kommt noch einer. Ja, der Pisser. Nee, der auch nicht. Genau, der da. Und manchmal bin ich ja dran gesprungen, so beim Rennen mitten drin. Und der hat sich nicht festgehalten. Und der schon nervig genug war, aber da hat mich einmal dieser fucking, ich mein verdammter Skorpion weggehauen. So, war das hier? Nee. Okay, Bonusdinger brauche ich nicht. Kann natürlich sein, dass dort, nee, da hinten sind, genau. Okay, war ich, lag ich doch nicht falsch. So. Dann müssen nicht verrecken. Ich hätte ja mal reingehen können, um zu gucken, was da ist, aber nee. Ich hoffe, da drin ist irgendwo ein Checkpoint. Ich habe keinen Bock, jetzt mal die Animation zu sehen, wenn es geht. Du Sack! Komm mal her. Okay, habe ich da gemacht. Okay, ich bin da runtergeschmissen. So, hier ist mir eindeutig zu viel los. Okay, die werden gar nicht rot angezeigt. Nein. Verdammt. Ja, das habe ich immer gemacht, genau. Nein, die Wumperfrüchte. Ich hoffe noch leben. Ich glaube, wird doch nicht so schwer sein hier. Ja, der letzte Level. Muss man ja wieder, weiß ich nicht. Muss man ja hier, weiß ich nicht. Wie im zweiten Teil. Muss man ja alle Edelsteine irgendwie betreten und dann konnte man, weiß nicht. Okay, ich mache ich jetzt platt. Ja, und da waren ja überall Plattformen und wieso treffe ich die nicht? Komme ich nicht dazu sagen, was ich wollte. Weil ich da war ja im letzten Level. Wie soll ich das erklären? Ich kann das irgendwie nicht erklären. Ich kann das echt nicht erklären. Ich versuche das hier gerade so im Kopf so wiederzugeben, aber geht irgendwie nicht. Komm nicht doof. Ja. Jede Plattform da war zum Beispiel da. Du konntest zum Beispiel das nicht machen, wenn du nicht alle Edelsteine. Nein, das gibt's doch nicht. Du konntest nicht alle Edelsteine
Du kannst dieses spezielle Gebiet nicht zu Ende machen, wenn du nicht alle Edelsteine hast. Was war jetzt daran so schwer? Du musst jetzt jeden Edelstein haben, dann kam jedes Mal für jeden Edelstein so eine Plattform. Und ja, da war der Horror, das weiß ich noch. Da warum kann ich den anvisieren und nicht den Pisser da? Ja, okay, den Pisser kann ich sowieso nicht anvisieren. Aber den da hinten meine ich. Das war doof. So, komm mal her. Schon sagen, ist ein bisschen knapp. So, jetzt bitte nicht mit so einem Mist wieder. Mit so einem Mist verrecken. Weil war jetzt doch ein bisschen doof. Will sie mich verarschen? Ich werde da drunter gelandet. Boah, das. Boah. Ich werde auf den Teppich gelandet. Warum? Ja, ist gut, Mann. Okay, der Typ da hinten wird sowieso immer sein Ding werfen. Er werft seine Dinger auf mich. Boah, da habe ich mich runterfallen gesehen. Du! Ich glaube, den muss man sogar erledigen, weil er so. Boah, immer von ihren Toten noch so ein Ding werfen. Was werfen die da aber? Was soll das eigentlich? Ganz ehrlich, wir werfen ja Handgranaten oder was? Oder Molotow-Cocktails? So, mach mal ganz easy und chillig. Vielleicht ist schon sowieso kurz genug. Kann ich ruhig ein bisschen hier auf die Tube drücken. Nicht auf die Tube drücken, chillig angehen, meine ich. So, was war jetzt dann letztes Mal so schwer? Danke, tschüss. Ja, gut, hat hier ein Ausgang. Ich habe gedacht, irgendwie ich würde so am Ende der Level wieder rauskommen. So, und jetzt weiß ich ja auch, jetzt kann ich theoretisch überall hin. Jetzt fehlt mir unmöglich irgendwo ein Edelstein und ja, ich darf nur nicht brecken, bis ich bestimmte Plattformen erreiche. Also egal, was jetzt kommt, ich kann da jetzt hin. Außer das ist so eine Secret Level. So, jetzt wo ist nochmal die eine Level. Den zwei Edelsteine, die mir noch fehlen. Da. So, jetzt kann ich ja auch da durch. Hoffe ich. Ich hab schon wieder so ein. Da ist ja so eine Tür. Da sind ja zwei Wege, die man gehen muss. Der Lian ist ja in der linken Tür. Ich hab schon wieder so einen Verdacht, dass ich irgendwie den rechten Weg ein bisschen vorwärts gehen sollte. Und dann. Ja, weiß nicht. Zurück zu dieser Tür gehen sollte. Weil ich so das Gefühl habe, ich komme entweder direkt zum Ausgang danach oder ich komme so an so ein beschissenes Ende, wo ich ja wieder alles hier noch machen muss. Irgendwo so hinter den Kisten, keine Ahnung. Ich mache einfach bis zu so einem Checkpoint oder so, keine Ahnung. Welcher sehen? Ich werde hinter der Tür irgendwie nach einem Checkpoint suchen, den aktiviere ich dann und ja, dürfte halt nicht so schwierig sein. Ja, das war geil. Ma. Yeah. So, halt, halt. Ich mach gleich mal diese. Warum? So. Bams. Ach, da oben ist ja wieder ein Leben. Finde ich gut. Konntest du im ersten Teil auch nicht mal so Leben farmen, ne? Also ob das Spiel schon schwer genug wäre, konntest du nicht mal Leben farmen. Ich weiß noch, wie ich irgendwie nach jeder Session irgendwie losgehen musste und Leben fahren musste, weil ich immer irgendwie am Frecken war. Dementsprechend auch wenig Leben hatte. Und guckt euch das jetzt an. Habe ich eine Trophäe bekommen, wenn ich 100 Leben bekomme? Da kann man sogar noch mehr. Ja, voll übertrieben. So. Den Aquaco würde ich gerne behalten. Die Bonustür.
schöner Flammenwerfer. Ne? Ich habe eine Bazooka, aber bis jetzt. Babs. In your face, man. Oh, da ist halt ein Checkpoint, sehr gut. So, da hinten sehe ich schon Kisten. Ich will mal ein bisschen hier vorausscouten. Die werden ja mit dem Checkpoint gespeichert, da guckt euch das mal an. Soll ich denn das auf den Rückweg machen? Ich muss halt ganz sicher so auf dem Rückweg noch alles schaffen. Also ich muss jetzt bis da hinten überleben. Dann nochmal jetzt zurückgehen und den Checkpoint aktivieren. So wie ich das jetzt mitbekomme. Oh Mann, das ist ein bisschen. Sehr gut. So, hier ist ein Checkpoint zum Beispiel. Ich habe eine ganz gute Idee. So, wo ist das Fahrenkreuz? Da. So. Sei nicht schon am Ende. Hey, guck mal da. Ist er nicht so rüber? So. Ja, da kann ich doch locker so rüber. So, jetzt muss ich nur irgendwie schaffen, ja, rückwärts durchzukommen. Super. Ja, ich habe Akku. Aber ich habe eher Angst, irgendwie runterzufallen. Hat wahrscheinlich eher passiert. So, whoopsala. Hier war der eine Checkpoint. Naja. Oh, das war knapp. Hopp. Warte mal. War sehr gut. Ja. Ja, das wusste ich noch. Ist ja nicht so lange her. Nein. Och man. Ich weiß ganz genau, dass das so ein Mist sein wird. Ich mache das lieber jetzt alles. Das ist nicht unmöglich, das ist wirklich nicht unmöglich. So. Jetzt einfach nur Leben zurück. Bis zum einen Checkpoint. Der wartet da unten auf mich. Wie du bist noch mit. Also wegen so einer blöden Sache bin ich wieder abgestürzt. Wenn immer knapper, habe ich so ein Gefühl. Wupp. So. Jetzt bin ich irgendwo hier runtergefallen, ne? Jetzt wollte ich irgendwie schleichen, so wie ein Cortex schlägt zurück. So. Ganz vorsichtig. Was ist hier denn? Okay. So, jetzt hier war das doch irgendwo. So, Gott sei Dank. Lass nur noch hier bis zum Ende kommen. Checkpoint ist genau hier. Ich habe jetzt. Ich habe ja gesehen, wo ich da rauskomme. Ich hätte eigentlich von da aus auch zurücklaufen können, aber das wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Bazooka schlägt Flammenwerfer. Was? Ich habe gesagt, Bazooka schlägt Flammenwerfer. Zippasch. So, drei Stück noch. Geil. Dann kriege ich den Kisten. Was ist das denn gewesen jetzt? Dann kriege ich jetzt den Kisten. Edelstein und. Oh Gott. Da ist er schon. Kann ich den nicht abschießen von hier aus? Geh weg! Geh weg! Was denn? Ach so, da unten war ein Schalter, ne? Boah. Wow. Bevor ihr mir auf die Nerven geht. So, vorsichtig, Mann. Hm.
So. Zack. Sagst du dazu, na? Nein. Vorsichtig, Mann. Aber da hätte ich auch irgendwie so rüberspringen können, habe ich so das Gefühl. Ich habe den zweiten Teil auch mal geschafft. So, jetzt müsste ich hier runterfallen. Ich bin ja auch schon mal runtergefallen, das weiß ich noch. So. Ja, zwei Edelsteine bekommen. Geil. Bams. Ah, das läuft gut. Läuft sehr gut. Ich kann nur betonen, wie einfach das im Vergleich zum zweiten Teil ist. Ganz ehrlich. So, jetzt bitte, ist irgendwo noch ein Edelstein so ganz locker versteckt? So, ich habe nicht mehr so viel Zeit los. Ich möchte noch einen irgendwo herkriegen, wie viel haben wir? 87%, wir haben 32, wir wollen noch 11. Geil. 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 Neue Rolle. Sehr schön. Ja, ich glaube, dann können wir Secret Level am Ende machen. Sonst mache ich jetzt irgendwie die Secret Level und dann tue ich jetzt noch mal die ganzen Level begutachten, die wir ja schon gesehen haben. Das ist auch blöd. So, Frage jetzt: Wo ist jetzt noch einer? Hier ist noch einer. Einer Sphinxinator. Ich hoffe jetzt, das ist einer, der jetzt nicht mit den Kisten zusammenhängt. Weil ich will jetzt nicht die Kisten kaputt machen. Okay, was zum... Wie kommt man darüber? Geht das so? Ja, müsste irgendwie so gehen. Nein, das war nicht so. Nein! Komm schon, wird doch irgendwie klappen. Jawohl, geil! Bams. Bams. Habe ich überhaupt schon mal irgendeiner von denen getroffen? Ich weiß nicht. Okay. Das war natürlich so typisch. Ma. So, noch mal. Gar nicht so. Nein, nicht so, Mann. Früher. Mal warte zum Teufel. So, mit Rennen jetzt eben. So, meine Güte. So, das ist nur eine ja, silberne, so nicht kaputtbare Checkpoint. Also nehme ich mal an, hat ja keine Kisten sind und ich habe schon alle Kisten. Okay. Was? Was? Hä? War jetzt nur Leben? Ich gehe mal hier raus. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich kann den Party beenden. Okay, hier bin ich erstmal verwirrt. Lass mal erstmal aus. Vielleicht ist ja da auch irgendwie, weiß ich nicht. Hier haben wir schon alle. Hier haben wir noch zwei. Yay, so eine futuristische Level. Leck mich. Mach mal die als nächstes. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Video und wir sehen uns in der nächsten Folge. Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow, ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.